Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute widmen wir uns, ja, ich glaube, ziemlich einem meiner liebsten Genres zu und beantworten die Fragen zum Inside Fantasy Book Tag. Ich habe das Video bei der lieben Ramona gesehen und sie hat mich in ihrem Video auch getaggt. Und ja, ich liebe Fantasy und der Tag ruft förmlich nach mir. Und ich packe euch das Video von der lieben Ramona unten in die Infobox und ihr findet auch alle Bücher, ungespoilert sozusagen, unten, wenn ihr euch die Bücher näher ansehen möchtet. Und natürlich sind auch die Fragen unten. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, in den Kommentaren mitzumachen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, besonders bei den Fragen so ein bisschen gegen Ende. Da komme ich dann aber nochmal drauf zu sprechen. Ja, es sind insgesamt 11 Fragen und ich denke, wir legen jetzt einfach mal los. Ich habe einen recht hohen Stapel Bücher hier neben mir stehen. Der möchte natürlich gezeigt werden. Die erste Frage lautet: Facettenreichtum. In welchem Subgenre der Fantasy fühlst du dich am wohlsten? Zeige dein Lieblingsbuch in diesem Genre. Ich finde das unglaublich schwierig, weil ich in jedem, ja, Untergenre, Subgenre meine Highlight-Bücher habe. Ich glaube aber schon, dass mein Herz am höchsten schlägt, wenn ich in die High Fantasy eintauche. Und eigentlich bleibt mir da, also ja, eigentlich mein Buch, das ich seit, keine Ahnung, langer, langer Zeit liebe. Ja, im Grunde ja schon über 20 Jahre, oh mein Gott. Oder sind es 20 Jahre? Ja, sogar drüber. Könnten sogar schon 25 Jahre sein, oh mein Gott. Ja, es ist der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien, beziehungsweise es ist das ganze Mitteluniversum von Tolkien, nicht nur der Herr der Ringe. Es zählt für mich auch das Silmarillion natürlich dazu. Es sind ja im Grunde auch die verloren gegangenen Geschichten. Ich mag auch den Hobbit super gerne und ja, es gibt so viele Geschichten in diesem Universum. Es gibt eine eigene Sprache, die Tolkien entwickelt hat und das ist einfach so, so groß und so wunderbar erzählt. Und es gibt die Vorgeschichte oder die Entstehungsgeschichte, im Grunde das ist die Mittelerde, Bibel könnte man sagen, das ist das Silmarillion, das ja zwei Zeitalter umfasst. Der Herr der Ringe mit dem Hobbit spielt dann im dritten Zeitalter und es gibt so viele Verstrickungen und Sagen und Melodien und jedes Lebewesen hat irgendwie seine Geschichte, seien es die Menschen, die Elben, die Zwerge, die Hobbits. Es ist richtig, richtig toll. Wir haben hier auch Drachen und Trolle und ja, alles, was man sich vorstellt. Und eben natürlich auch die Elben, die ja im Grunde von ihrem Erbringer, von ihrem Gott, kann man das jetzt so sagen, ja, im Grunde direkt abstammen. Und ach, ich finde das toll. Ich liebe diese Welt. Das ist so viel Fantasie, die da drin steckt, so viel Erzählreichtum, bildhaft erzählt, für manchen ein bisschen langwierig, aber ich finde das überhaupt nicht. Ich liebe diese Welt, ich tauche da super gerne immer wieder ein und ich habe aktuell großes Heimweh nach Mittelerde, besonders ins Auenland, habe aber den Herrn der Ringe ja erst gereadet. Vielleicht greife ich einfach mal zu einem anderen Buch da draus, aber ja, ich liebe diese Welt. Und ja, im Grunde könnte ich jetzt auch zu jeder Frage, die kommt, der Herr der Ringe in die Kamera halten. Aber das wäre natürlich langweilig und machen wir dementsprechend nicht. Die zweite Frage ist: Vergiss mal nicht, mit welchem Buch begann deine Fantasy-Liebe? Ich habe viel früher vorgelesen bekommen, natürlich besonders auch Märchen, was ja auch eine Art Fantasy ist. Und so relativ bewusst das erste Buch, was ich wohl, ja, aus dem Fantasy auch selbst gelesen habe, müsste, wenn ich mich recht erinnere, die unendliche Geschichte sein von Michael Ende. Das ist eine uralte Ausgabe. Ich glaube, ich habe hier sogar ein Datum drin steht. Ja, habe ich 95 sozusagen bekommen. Ich weiß aber, dass ich die Geschichte schon früher gelesen habe. Ich weiß auch, dass ich mir mal ein Buch ausgeliehen hatte, ich glaube, von einer Cousine oder einem Cousin. Und da war vorne das Schlangenzeichen sozusagen drauf. Das Auriel, hieß es Auriel, ich weiß schon nicht mehr. Tauriel ist ja im Hobbit-Film, ich glaube. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, irgendwann habe ich mir diese Ausgabe wahrscheinlich schenken lassen. Sie hat, glaube ich, 15 D-Mark gekostet. Ja, heutzutage sind wir im Grunde beim doppelten Preis und sind bei locker, ja, 12, 13, 14 Euro für ein Buch. Gut, ist ein Taschenbuch, wäre jetzt vielleicht auch 10 Euro, aber ja, dann ist der Preisunterschied gar nicht so schlimm, aber ja. Eine Geschichte, die uns mitnimmt nach Phantasien und wir erleben die Geschichte aus der Sicht von Bastian Balthasar Bax, der eben die unendliche Geschichte aus der Bibliothek von, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der Bibliothekar, irgendwas mit TTT, ne, war das nicht, nee, Koriander, stimmt,
Irgendwas mit K. Karl Konrad Koriander. Genau. Und er nimmt dieses Buch mit und verzieht sich dann auf den Dachboden und versinkt in dieser Welt. Und mit ihm sind auch wir darin versunken und erleben dann seine Reise durch Phantasien. Ja, mit Atreu, mit Fuchur, mit den Steinbeißern, mit der kindlichen Kaiserin. Und einfach ganz, ganz wunderbar. Und ich weiß, wie fasziniert ich als Kind davon war, dass im Grunde mein Protagonist das Gleiche mit Geschichten erlebt wie ich. Und das fand ich tatsächlich richtig, richtig toll. Habe ich seither auch einige Male gelesen und ich liebäugle noch mit der illustrierten Ausgabe. Mal sehen, ob die irgendwann bei mir einziehen wird. Dritte Frage, Abenteuerlust. Welche Fantasy-Welt würdest du gerne bereisen? Hier passen so viele Welten, also natürlich Mittelerde, Hogwarts, da würde mir so viel einfallen. Aber ich hab mich für eine ganz bunte Welt entschieden. Ja, und zwar von Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Natürlich bin ich hier ein absoluter Fan des Wunderlandes und ich würde hier unglaublich gerne einfach mal durch den Kaminbau fallen. Ich möchte etwas trinken und etwas essen, an der Teeparty teilnehmen, der Roten Königin über den Weg laufen, mit dem Märzhasen umhereilen und sagen, ich habe keine Zeit. Also ich liebe diese Geschichte, sie ist so total drüber, wie ich finde, ist natürlich perfekt für eine kindliche Fantasie, aber ich finde auch, dass man die als Erwachsener wirklich ganz toll lesen kann. Ich habe auch die Filme super gerne, ich mochte damals die Serie richtig gerne und ja, mag natürlich auch den ursprünglichen Disney-Film in Zeichentrick. Richtig, richtig toll, ist glaube ich irgendwie neu 1860 oder Mitte 1860 erschienen und war glaube ich damals schon etwas ganz, ganz anderes und ja, das ist es auch heute noch. Also dieses etwas Verrückte, das spürt man auch heute noch und ich finde es wirklich toll. Also ja, gefällt mir ebenfalls super gut und würde ich gern mal mit umherreisen. Vierte Frage, magische Wegbegleiter. Welches Wesen, welchen Weggefährten würdest du dir an deiner Seite wünschen? Und auch da gibt es so einige, die ich mir herbeisehen würde. Ich habe mich aber dann für einen Drachen entschieden und zwar im Grunde für Saphira. Und das ist ja der Drache aus Eragon. Und ja, sie ist ein blauer Drache und ich fand es super faszinierend, wie toll uns das hier gezeigt wurde mit den Drachenreitern und eben mit Eragon, der sich eigentlich auf die Suche nach, ich glaube, blauen Steinen macht, einem blauen Stein macht, der auch so ein bisschen im Grunde auf der Flucht ist und dann eben erfährt, dass er ein Drachenreiter ist und er dann eben auch auf ja, seine ausgewählte Drachenfrau, Drachen trifft. Gibt es das Wort? Nein, vermutlich nicht. Und das ist dann eben Saphira und mit ihr merkt er eben erst, was in sich steckt. Und ich fand den ersten Band wirklich großartig. Ich mochte auch den zweiten und dritten gerne. Ich fand aber tatsächlich, dass man den dritten und vierten Band auf jeden Fall hätte ein bisschen kürzen können, sollen, müssen. Und wenn es dann eine Trilogie geworden wäre, glaube ich, hätte man so manche Länge ein bisschen gekürzt. Also ich fand den vierten und auch zu Teilen den dritten schon sehr ein bisschen künstlich in die Länge gezogen. Ich glaube, wenn das eine Trilogie gewesen wäre, hätte es der Geschichte auf jeden Fall sehr, sehr gut getan. Und ich fand es aber auch ja, so eine ganz wunderbare Heldenreise von Eragon und ja, mir hat es großen Spaß gemacht, da einzutauchen und eben einen Drachen zu erleben, ähnlich wie es jetzt letztes Jahr dann auch bei Samantha Shannon war, der eben schon irgendwie auch mit dem Menschen kooperiert und ja, sich da im Grunde auch zur Verfügung stellt, dass man eben auf ihm reitet und dann natürlich auch in Kriegen und Ähnlichem da einen einfach unterstützt und ja, es gibt natürlich auch andere Drachen. Natürlich gibt es auch Drachen in Das Lied von Eis und Feuer und auch bei Harry Potter und ja, ich meine, Smaug auch natürlich im Hobbit, aber ob das immer so Drachen sind, mit denen man gerne befreundet wäre, sei jetzt einfach mal so ein bisschen dahingestellt. Auch so ein Drache, so der im Garten sitzt, wäre schon cool. Nein, wohl nicht. Ich glaube, meine Nachbarn hätten etwas dagegen. Fünfte Frage, mystische Artefakte, welches magische Hilfsmittel möchtest du gerne mal ausprobieren und warum? Also da kommt eigentlich nur etwas aus Harry Potter in Frage. Und wenn ich den vierten Teil hochhalte, nein, den dritten Teil hochhalte und der Gefangene von Azkaban, weiß man schon, was ich, glaube ich, gerne hätte, nämlich den magischen Zeitumkehrer, der auch Hermine nutzt. Und ich hätte den unglaublich gerne. Also ja, ich hätte den gerne. So einfach die Zeit umstellen, die Zeit noch mehr nutzen, ja, im Grunde ganz viel Zeit dann auch zum Lesen haben und zum spaßigen Sachen ausprobieren und machen und
Das fände ich tatsächlich toll. Ich hätte auch sehr gerne den Tarnumhang von Harry. Den finde ich tatsächlich auch richtig, richtig cool. Also, dass man sich da drunter packen kann und man sich dann im Grunde unsichtbar macht. Also, finde ich auch eine richtig coole Idee. Und das wären definitiv so die Dinge, die ich gerne hätte. Natürlich auch ein fliegender Besen, auch richtig, richtig cool. Von daher, ich glaube, aus der magischen Welt von Harry Potter, da würde sich so einiges finden, was ich gerne an Gegenständen hätte. Sechste Frage, Zauberkräfte. Nenne eine außergewöhnliche magische Fähigkeit, die du gerne selbst beherrschen wollen würdest. Und da habe ich auch so viele Ideen und Gedanken gehabt und rumüberlegt und am Ende bin ich aber tatsächlich bei der Runennutzung, der Runenkraft von City of Bones hängen geblieben, von Cassandra Clare, die Chroniken der Unterwelt, Schattenwelt, Jäger, wie auch immer. Und ich fand das immer faszinierend mit den Runen und der Stele und wie das funktioniert, dass man sich unsichtbar machen kann, dass man mehr Kraft haben kann, im Dunkeln sehen kann, dass man schneller sich heilen kann, dass man Verbindungen untereinander aufhat, dass man Menschen damit auch suchen und orten konnte. Ich fand diese Runenmagie super, weil man natürlich so viel in dieser Magie hat und ja, ich meine, dann nehme ich natürlich hier so direkt den Jackpot, weil ich das tatsächlich super großartig fand. Und auch diese Idee mit diesen Runen und auch diese Erfindung der Runen, die es ja dann zum Teil gibt und wie die genutzt werden und wie man die aktiviert und natürlich auch wie das auf der Haut ausgesehen hat. Also ich fand das damals in der Reihe wirklich großartig. Auch beim Reread fand ich es richtig toll. Und ich glaube, dass mir diese Runen tatsächlich recht viel Spaß machen würden, auch wenn ich jetzt selbst nicht der größte Fan von Tattoos wäre. Aber bei Runen würde ich da eine Ausnahme machen. Siebte Frage. Kaffeekränzchen. Mit welchen Charakteren würdest du gern mal einen Kaffee oder Tee trinken? Und das ist unglaublich schwierig. Ich kann mich dann nicht für einen entscheiden. Ich würde definitiv die Weasley-Zwillinge einladen. Ich würde Luna Lovegood einladen. Ich würde auch Hermine einladen. Ich würde natürlich aber ganz klar auch einige aus dem Auenland einladen. Vielleicht halten wir den auch einfach im Auenland ab. Und Hobbits einladen. Ich würde Aragorn einladen. Natürlich meinen Samwise Gamgee. Und jemanden aus einem ganz anderen Universum, den wir noch nicht gezeigt haben. Ich würde auf jeden Fall auch Geralt von Riva einladen. Aus der Hexersaga von Sapkowski. Weil ich Geralt letztes Jahr so ins Herz geschlossen habe. Mich so unsterblich verliebt habe. Und wobei ich überlege gerade auch Aragorn. Das wird natürlich ein ganz heikles Tee-Dinner, Tee-Treff. Meine erste große Buchliebe und jetzt meine neue. Es könnte heiß werden. Aber ja, ich würde Geralt von Riva auf jeden Fall auch mit einladen. Und ich glaube, wir wären ein recht lustiger Trupp da so im Auenland, Pfeife rauchen. Vielleicht kommt auch Plötze noch vorbeigeritten. Also ich stelle mir das ganz wunderbar vor. Und die Weasley-Zwillinge können dann im Grunde ja Gandalfs Job machen und ein Feuerwerk in die Luft jagen. Und ich glaube, das wäre ein richtig cooler Nachmittag. Und bei Geralt ist natürlich wirklich so, dass auch sein spezieller Humor, der sehr trocken ist, der auch sehr böse ist und schwarz ist, dass der natürlich auch super unterhaltsam sein kann. Und ich glaube, man wäre wirklich so ein Trupp, wo jeder was zu erzählen hätte und man einfach Spaß hätte und auch einfach ja trinkt, isst, Pfeife raucht und dann irgendwo im Auenland unter den Sternen einschläft. Und so stelle ich mir das ganz, ganz wunderbar vor. Vorauseilender Ruf. Mit welchem Charakter möchtest du dich lieber nicht anlegen, ist die achte Frage und da muss ich gar nicht lange überlegen, der Charakter oder die beiden Charaktere kommen definitiv in das Lied von Eis und Feuer vor und es ist Ramsay Bolton und Joffrey Baratheon, die beiden möchte ich auf keinen Fall treffen, bitte, also ich möchte da absolut verschont werden, ich möchte nicht nach Westeros reisen, wenn man die Gefahr besteht, dass man die beiden trifft. Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, selten sind solche Bösewichte entstanden, wie hier bei das Lied von Eis und Feuer von George R. Martin. Sei es bei Joffrey, wie die Entwicklung ist von dem Prinzen, der blond ist und lächelt und noch so ein Kind ist, bis hin zu dem Sadisten, der er dann wurde. Und über Ramsay Bolton möchte ich gar nicht so viel nachdenken und sprechen, weil sonst sucht er mich nur in meinen Träumen wieder heim. Und ich, großartig auch in der Verfilmung beide umgesetzt. Also die, wirklich Hammer, möchte ich beide nicht treffen. Also möchte ich einen weiten, weiten Bogen machen. Und wobei ich Westeros so zum Besuchen schon mal ganz spannend fände. Aber nicht, wenn die beiden gerade irgendwo vor Ort zu Besuch sind. Da möchte ich
ganz, ganz weit und ganz, ganz schnell und ja, möchte ich auf jeden Fall die Flucht antreten. Neunte Frage, Blockbuster. Dieses Buch würde sich gut als Film oder als Serie eignen. Man muss natürlich sagen, dass es schon unglaubliche Verfilmungen gibt von Serien, von Büchern, die in der Fantasy spielen. Das lässt sich ja auch ganz wunderbar umsetzen. Was mir aber ja im letzten Jahr super gut gefallen hat und wo ich echt glaube, dass das eine coole animierte Serie, Film wäre Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Allein dieses Buchheim zu sehen, zusammen mit Hildegunst von Mythenmetz, wäre für mich ein absoluter Traum. Da durchzulaufen, Bibliotheken mir anzusehen, zu Lesungen zu gehen. Ich wäre da absoluter Fan. Ich fand das so toll, auch die Kreaturen so zu zeigen und auch, ja, also ich bin großer Fan im letzten Jahr geworden. Es warten jetzt auch schon zwei Bücher auf dem Sub aus dem Welt von Walter Mörs auf mich und ich bin so gespannt. Ich bin so neugierig, was da noch kommt, was da passiert und dieser Fantasy-Reichtum, den Walter Mörs hat, wirklich großartig, also Wahnsinn, was er sich da ausdenkt, wie bildhaft er es darstellt, wie wunderbar er es sprachlich erzählt. Es ist mal Fantasy auf einem ganz anderen Level und hat mir auch wirklich großen, großen Spaß gemacht. Und ich freue mich hier definitiv auf die weiteren Bücher, die da ich noch im Regal habe und die da folgen. Vorletzte Frage. Geheimtipp. Dieses Buch solltest du dir nicht entgehen lassen. Und wenn ich auch selbst doch ein rechter Mainstream-Leser wahrscheinlich bin und recht viele große High-Fantasy- oder auch Fantasy-Geschichten gelesen habe, die wohl die Allgemeinheit auch kennt, gibt es ein Buch, das mir direkt eingefallen ist, was ich viel, viel, viel zu wenig sehe in Buchhandlungen, auf BookTube, auf Bookstagram, im Freundeskreis, wobei ich da schon einen guten Freund dazu bekommen hatte, es dann auch zu lesen. Es ist ein Wälzer mit, ich glaube, knapp 1000 Seiten, wenn ich mich nicht erinnere, oder waren es 900? Also es waren relativ viele Seiten, ja, knapp 900 Seiten. Es ist Silence von Kerstin Merkel. Kerstin Merkel ist ja meine Buchhändlerin des Vertrauens, die im Hugendubel in Frankfurt arbeitet, die ich damals auch bei der Kingsiana Tour kennengelernt habe. Mittlerweile haben wir einige Hangouts miteinander gemacht und sie hat mir auch im letzten Jahr tolle Buchtipps gegeben und auch ihr eigenes Buch gehört für mich definitiv zu einem der Highlights. Das ist ihr zweites Buch aus 2018. Ihr erstes Buch, Insaney, habe ich nach wie vor immer auf dem Sub liegen und ja, es ist langsam Shame on me. Es ist dieses Jahr auf jeden Fall dran. Also es ist, ja, ich kann es manchmal selbst gar nicht glauben, wie das passieren konnte, aber es ist, wie es ist. Aber wir wollen ja jetzt von einem Geheimtipp sprechen, denn das ist für mich Silence auf jeden Fall. Es ist Wahnsinns-Fantasy, die mit der Liebe zum Meer zu tun hat, zum Wasser, mit dem Erwachsenwerden, mit dem auch Kritik an Gesellschaften mit den Unterschieden von Bräuchen und wie Gesellschaften funktionieren. Und ganz schön fand ich den Satz, das stille Echo der Flut, kannst du es hören? Und wir treffen hier auf Skylar, die nicht sehr gut behandelt wird in ihrer Gesellschaft, in ihrer Gemeinschaft. Da werden Frauen grundsätzlich nicht gut behandelt, die irgendwann verstoßen wird, sich dann auf die Suche nach ihrem Bruder macht, dann auf einem Schiff das Arbeiten anfängt und die Seemänner haben eine eigene Sprache, eigene Bräuche, eine eigene Kultur. Und doch findet sie sich da irgendwie ein und findet da eben auch einen Halt bei Finn. Ach, und Finn, auch ein ganz, ganz toller männlicher Protagonist, den ich auch sehr, sehr ins Herz geschlossen habe. Und beide, trotz der Unterschiede, die sie irgendwie haben, verbindet eben so ein bisschen die Liebe zum Meer. Es hat ja auch was mit Geräuschen zu tun und auch der Stille. Und ich fand das einfach großartig. Und ich bin ein absolutes Meeresmädchen. Ich liebe die Unterwasserwelt. Ich liebe es auch einfach am Strand zu sitzen, im Meer zu sitzen, auf hoher See zu sein. Und das Wasser kann ich stundenlang ansehen. Ich bin da ein großer Fan. Und man merkt das hier im Buch von Kerstin Merkel auch an, dass sie selbst Taucherin ist, dass sie diese Stille unter Wasser perfekt eingefangen hat, dass sie dieses Gefühl, was man da hat, dass sie das wirklich ganz toll rübergebracht hat und für mich wirklich ein Highlight-Buch, was ich nach wie vor ganz tief im Herzen habe und was sich sehr zu Recht verdient, auch den Platz im Highlight-Regal sozusagen erarbeitet hat und es hat mich auf den 900 Seiten keine Seite lang gelangweilt. Es war bildhaft, lebendig, es war toll und ich freue mich auf Silence, ich freue mich auf ihr neues Projekt und das ist für mich wirklich ein absoluter Geheimtipp.
Die letzte Frage ist dann Vorfreude. Auf welche Fantasy-Neuerscheinung freust du dich dieses Jahr am meisten? Und ich habe mich mal für zwei entschieden, wobei bei einem noch nicht klar ist, ob das wirklich in diesem Jahr dann auch schon in Deutsch erscheinen wird oder nicht. Aber fest steht, dass im Mai das neue Buch von Victoria Schwab alias V.I. Schwab erscheinen wird. Das unsichtbare Leben von Eddie LaRue. Die Autorin hat mich ja mit der Weltenwanderer-Sage wirklich absolut gefesselt. Ich weiß jetzt mittlerweile, dass ich Monsters of Verity von Victoria Schwab, was ja ihr Name ist, wenn sie Jugendbücher schreibt, dass mir das nicht mehr so gefallen hat. Ich habe es mir ja als Neuzugang im Dezember oder Januar besorgt und bin dann darauf aufmerksam geworden. Steffi, darüber haben wir uns schon unterhalten, als es damals rauskam. Und ich so, ja, das, ja, ich habe dann meine eigene Rezension dazu angesehen und war wohl nicht so angetan von ihrem Jugendbuchstil. Umso mehr freut es mich, dass sie mich eben packt, wenn sie für Erwachsene schreibt. Und das wird auf jeden Fall hier bei Eddie LaRue auch der Fall sein. Es gibt schon einige positive Stimmen und ja, mutmachende Stimmen aus dem englischsprachigen Bereich und umso neugieriger bin ich. Und ein weiteres Buch, was zumindest im Original für September irgendwie angekündigt ist diesen Jahres, und zwar ist das Empire of the Vampire, und das reimt sich, von Jay Kristoff. Und ja, der konnte mich ja letztes Jahr wirklich mit seiner Nevernight-Reihe total begeistern und auch eine Reihe, die großartig sich in meinem Regal macht und wo ich auch ganz viel so im Herzen trage. Da fällt mir gerade ein, die fehlen hier theoretisch noch. Irgendwo müsste Mia und auch unsere Schattenkatze eigentlich, vielleicht kommen die auch noch zum Tee. Ja, ne, das wäre auf jeden Fall auch noch jemand, der eingeladen gehört. Und wo war ich jetzt? Bei Empire of the Vampire. Und ja, man sieht auf dem Profil auf Instagram von Jay Kristoff durchaus schon so ein paar Teaser und was da irgendwie vielleicht kommen könnte. Und das heißt eben, Erscheinungstag, Datum wäre der September diesen Jahres. Aber ob das dann natürlich auch für die deutsche Übersetzung gilt, weiß ich nicht. Es gibt auch noch kein Cover, soweit ich das irgendwie jetzt finden konnte. Aber es ist von Jay Kristoff definitiv ein Autor, den ich im Auge behalten werde. Ich freue mich jetzt schon auf Aurora erwacht. Was ja aber eher in die Science-Fiction-Richtung geht, aber ja, da werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Und bei den letzten beiden Fragen bin ich besonders neugierig, welche Bücher ihr da habt, was ist ein Geheimtipp, den ihr gerne weitergeben möchtet oder auch was freut ihr euch jetzt in diesem Jahr an Fantasy-Büchern? Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst uns da ein bisschen austauschen. Vielleicht habt ihr ja auch zu den anderen Fragen Lust, eine Beantwortung zu machen. Oder ihr macht selbst ein Video dazu, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Fühlt euch also alle getaggt zu diesem tollen Fantasy-Tag, denn ja, das Fantasy-Herz kann hier einfach nur höher schlagen und meins hat es definitiv auf jeden Fall getan. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.